herzlich willkommen in der Beginn der Mittwochgeschichte. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast, Alfredo. Jawohl. So, jetzt wissen wir, dass wir erstmal den einer das Buch zeigen müssen. Genau, und wir haben was vergessen in Bruder Anselms in Bruder Anselms Schlafgemach. Und zwar, da soll noch was gelegen haben. Laut. Ja, Lösung. Ja. Ein Schlüssel. Den wollen wir natürlich mitnehmen. Wofür auch immer der ist. Ein Schlüssel. Auch ein großer Wert. Ja, absolut. Ha. Eingesackt. Okay. Also, das ist nämlich so. Wir haben mal flott in die Lösung geguckt. Haha, so ehrlich muss man sein. Und herausgefunden, dass man zuerst einmal dem Umberto sein Buch geben muss. Ekelhaft Deutsch. Dem Umberto sein Buch. So. Wie rollt sie das auch? Dass der Umberto... Hör auf! Du zerstörst Bildung hier. Und hier ist ihm sein Buch. Du bist dem Genitiv sein Tod. Jawohl. So, das Hortus Tuus, wie? Ja. Wer ist denn der neue Kopist des Ordens? Mein Schüler. Und ich möchte euch bitten... Dass ich die erste Seite aus dem Griechischen ins Lateinische übersetze. Deswegen habt ihr das Buch mitgebracht. Ja. Könnt ihr mir den Gefallen tun? In Ordnung. Ihr könnt das Buch da lassen und die Übersetzung in einer Woche abholen. Was? Moment. In einer Woche? What? Unmöglich. What? Ich brauche die Übersetzung dringend. Heute? Ich habe einen knurrenden Magen und muss hier bleiben, bis ich mit der Arbeit fertig bin. Habt ihr viel zu tun? Ja. Ja. Wie viel? Genug, um 7 Tage beschäftigt zu sein. Könnt ihr mich nicht dazwischen schieben? Nein, unmöglich. Und du, Junge, hast du nicht um einen Posten als Kopist gebeten? Warum fertigst du die Übersetzung nicht an? Weil er nur Kopist werden möchte. Ihr seid hier der Übersetzer. Genau. 7 Tage. Ihr könnt das Angebot annehmen oder es bleiben lassen. Nein, wir lassen es nicht bleiben. Wir gehen jetzt wieder in die Küche zurück. Ja. Und dann holen wir dir jetzt endlich deine Suppe. Ja. Das wollten wir schon letzte Folge tun. Und zwar hinein in die gute Stube. So, Bruno. Bruno, komm her. Wir müssen reden. Bruno, ich möchte dich um etwas bitten. Um was, Meister? Ich brauche etwas von der Suppe, die Martin gerade kocht. Aber das ist Diebstahl! No. Psst. Psst. Das ist kein Diebstahl. Es ist eine Leihgabe. Das ist ein Euphemismus. Ach, was? Ich weiß es. Ihr habt es mir neulich beigebracht. Echt? Tu nicht so gebildet, wenn du mit mir redest. Ui. Aber... Habe ich etwa jemals etwas unternommen, das dir geschadet hätte? Nein, Meister. Ihr habt mir viele Dinge beigebracht und ihr habt auf mich aufgepasst, als wärt ihr mein eigener Vater. So. Auch wenn ihr mir einige Schläge mit der Gerte versetzt habt. Ich bin dein Meister. Das ist katholisch. Und solange ich es bin, musst du tun, was ich dir befehle. Hallo. Ihr habt recht. Und ich bin euch dankbar. Dann vertrau mir, Bruno. Tun wir wirklich nichts Böses? Sicherlich. Sicherlich. Und ich komme dafür auch bestimmt nicht in die Hölle? Nein. Aber sicher. Ist gut. Komm her. Ich erkläre dir, was du zu tun hast. Hallo. Bruder Martin. Oh nein. Voll schlecht geschaut, wieder. Bruder Martin. Ja? Ja, Bruder? Wusstet ihr schon, dass ich Kopist werde? Oh, das ist hervorragend. Ja, nicht? Hervorragend. Ja, ja. Oh nein, das ist es. Und ich werde bedeutender als Beatus von Liebana. Sachte, Bruder, das ist etwas hoch angesiedelt. Aber vielleicht wirst du es tatsächlich erreichen, wer weiß. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nett, ne? Ja. Also, ich werde Kopist. Ja, das hast du bereits gesagt. Ja, genau. Bedeutender als... Das hast du ebenfalls schon gesagt. Das auch?
Na gut. Weißt du was, Bruder? Ja? Wir könnten dem Herrn gemeinsam dafür danken, dass du hierher gekommen bist und Teil unserer Gemeinschaft wirst. Wollen wir das tun? Gerne. Warum nicht? Sehr gut. Sprich mir nach. Ja. Quellen. Wellen. Sehr gut. Quellen lobpreiset den Herrn. Meere und Flüsse lobpreiset den Herrn. Ah ja, ja gut, hier ist jetzt beschäftigt. Richtig, weil vorher wusste man nicht so, ob das klappt. So, Töpfchen mit Suppe. Aber wäre besser, wenn ich immer so laufen würde. Ja, da hätte man die Hände frei, ne? Ah, zum Glück hatte kein Geräusch verursacht. Ja. Bruno, hör auf, Martin zu stören. Wir müssen gehen. Ja, Meister. Auf Wiedersehen, Junge. Ja. Gut, wir haben, was wir brauchen. Wo hat er sich jetzt die Meister, Suppe? Ich fühle mich ganz schmutzig. Oh, wenn du willst, schmutzig. Können wir zum Brunnen zurückkehren. Hör auf, perverse Sachen zu sagen. Oh mein Gott. Los. Weg. Gut. Also wieder zurück in die Bibliothek. Und die Suppe abliefern. Ich sehe schon, dass in diesem Saal kaum Lebensgeister vorhanden sind. Vielleicht kann etwas Suppe die Arbeit erträglicher machen. Der Topf da ist voll Suppe? In der Tat. Martin hat sich viel Mühe gegeben. Gib's her! Boah, ich übersetze jetzt alles. Ist sie auch ganz bestimmt von Martin? Warum fragt ihr? Sie schmeckt so merkwürdig. Nach Pflanzen, nach Samen. Aber egal, hier, nehmt und vielen Dank, wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Was? Hat der übersetzt? Ah ja, der ist gerade wohl irgendwie dabei. Bruder Umberto? Fertig? Bitte, Bruder, fasst euch kurz. Also. Ich lasse euch in Ruhe arbeiten. Guck mal, Inventar. Auf Wiedersehen. Ja, mach ich mal. Papiere? Sie sind unbeschrieben. Nimm's Buch. Nee, aber du hast das Wort des Dux noch. Es ist auf Griechisch geschrieben. Das musst du hingeben. Ja, das hatte ich eigentlich schon. Hier ist das Hortus Tuus. Wann darf ich die Übersetzung der ersten Seite abholen? Okay. In 7 Tagen. Nein. 7 Tage? Dank? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mich schon bei euch. Und ich habe euch während der Arbeitszeit mit Essen versorgt. Ach ja, jetzt verstehe ich. Stimmt, das ist der Preis, den ich bezahlen muss, eure Übersetzung vor den anderen 40 vorzuziehen. Genau. Sagt mir, ob ich mich irre. Ja, nein. Niemand hat von Preisen gesprochen. Wir sind nicht auf dem Markt. Genau, das ist eine Bibliothek mit einer strengen Arbeitsordnung, die ich so wie ihr respektiere. Ich hoffte nur, meine Geste zu euren Gunsten belohnt zu sehen. Ja, was? Ach, was soll's. Gib das blöde Buch her. Mal sehen. Diese Regeln sind so dumm, dass die Aufnahmeprüfung ist immer dieses Buch. Hier sind die Übersetzung und das Buch. Ja. Und ich hoffe, damit man muss die aber erst übersetzen. Meinerseits, das heißt, man könnte sagen, ich jetzt bitte. Niemand ich bereits habe noch übersetzt viel zu tun. Im Buch, also in der Sprache, um das zu machen. Ja. Aber die Regel besagt, es muss dieses Einbuch richtig sein. So, wir haben die Seite. Und dann gehen wir jetzt zu Bruder Marcellus. Sagen. Ja, wir haben Hallo. Das noch nicht kopiert. Nee, aber... Bruder. Das ja? Mein Schüler wurde als Kopist ausgebildet. Genau. In Ordnung. Habt ihr das Hortus Tuus dabei? Ja. Ja, hier haben wir es. Ich gehe davon aus, dass euer Novize es ins korrekte Latein wird übersetzen können. Ja. Man könnte gar sagen, das Griechische ist die zweite Sprache meines Schülers. Das hoffe ich zugunsten des Bibliotheksarchivs. Hat er seine Feder dabei? Ja, eine gute Feder, wenn ich es sagen darf. Das ist korrekt. Ich sehe, dass das Kind das Nötige hat, um die Prüfung zu bestehen. Der Zeitpunkt ist gekommen, deine Fähigkeiten zu prüfen. Komm mit, Junge. Oh Mann. Ich bin so belastet von... Schrüpsel. Verkack nicht. Nee. Wir sind zumindest schon mal drin.
im Skriptorium. Das ist ja schon mal etwas. Meanwhile. Nee, das ist ja immer noch. Stunden später. Wein nicht, du Benner. Schreibt. Bock. Nein. Wahrscheinlich noch in die frische Tinte rein. So. Man sieht auf den ersten Blick, dass es ziemlich anfängerhaft ist. Und ich sehe, dass die Sauberkeit nicht zu deinen Tugenden gehört, Junge. Wie? Was? Du hast auch einige Feinheiten der Miniaturen übersehen. Weißt du, was es bedeutet, Kopist zu sein? Tut mir leid, aber das kann ich nicht abnehmen. Inakzeptabel für einen Kopisten, aber wohl nicht für einen Lehrling, vermute ich. Ich... Selbstverständlich ist das, was ihr in den Händen haltet, nicht auf der Höhe von jemandem, der hier seit Jahren arbeitet. Ich vermute, ihr werdet euch darum kümmern, seine Fähigkeiten aufzubauen, bis der Junge es verdient, am Ruhm dieser Bibliothek teilzuhaben. Na schön, er ist angenommen. Du kannst das Skriptorium betreten, wann es dir beliebt, mein Junge. Yay. Ihr könnt das Skriptorium betreten, wolltet ihr sicherlich sagen. Wie? War das nicht klar genug? Das Skriptorium ist nur für die Kopisten unseres Ordens. Die Regel? Ja, aber Bruno ist mein Schüler. Jawohl. Und ihr werdet verstehen, dass er mit mir gehen muss, wohin ich gehe, und auch andersherum. Wenn er das Skriptorium betreten möchte, werde ich ihn begleiten. Aber die Regel? Nein! Ich bin genau wie ihr an die Regeln gebunden. Ich sehe, hier gibt es einen Widerstreit. Keinesfalls, Bruder. Ihr habt meinen Schüler als Kopisten angenommen und ich kann, dank der Regel, die mich an Bruno bindet, mit ihm das Skriptorium betreten. Ich sehe nicht ganz klar. Ja, macht ja nichts. Die Regeln sind da, um uns die Last zu nehmen, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Eure Worte. In Ordnung. Ist schon gut. Ihr könnt ins Skriptorium. Yay. Okay. Gott sei Dank. Boah, mein Kamerafahrt. Oh mein Gott, die Dutch stillt. Ja, und es ist so schwindelig, dass wir... Kameramann, kipp eben um. Das ist kein Kunst mehr. Was? Ne. Oh. Was? Okay. Das ist wohl Kunst, siehste? Entschuldigung. Boah. Wow. Quentin Tarantino. Was? Was? Nippel. Die Nose. Ui. Tage später. Krass. Das war das Aufregendste bisher. Ne? Ach komm. Ja. Was ist denn hier alles so? Verzierung. Man kann nicht einfach drücken. Diese Tür muss auf andere Weise geöffnet werden. An der Stelle, an der das Schloss sein sollte, ist ein Symbol. Was bedeutet es? Nichts. Nichts. Es ist nur zur Dekoration da. Nichts Interessantes. Nein. Nein. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Genau, ist nicht wichtig. Warum kann man sie dann anklicken? Ah, Schreibpolster ist ein roter Fleck drauf. Mit Tinte. Mächtig verdächtig. Mächtig verdächtig. Niemand benutzt es. Oh, huch. Das ist ein kleiner, dicker Mann. Hat er den Felsbrocken geschubst? Hallo? Niemand benutzt es. Ich werde es nicht öffnen können, ohne vorher den Schlüssel an mich zu bringen. Aber der Fleck. Wir haben auch einen Schlüssel von Anselm, passt der vielleicht? Mal sehen, wohin uns das Tintenzeichen geführt hat. Mhm. Oh. Es Was ist da drin, Meister? Psst. Nichts. Außer einem Tintenfass und einem Pergament mit einer einfachen Zeichnung. Sei nicht so laut, Bruno. Bruder Leonardo, wir schließen. Ach so. Gottfried. Was gibt es denn? Huch, was habt ihr da? Nichts. Sagt mir, Gottfried, Anselm war doch Torwächter, oder? Ja, natürlich. Wenn dem so ist, warum hatte er den Schlüssel zu diesem Pult in seinem Besitz? Soviel ich weiß, dürfen sich hier nur Kopisten aufhalten. Oh, hat es euch niemand gesagt? Was denn? Anselm war Kopist, bevor er Torwächter wurde. Ach ja? Wir sind ja hier alle Multitasking. Das höre ich zum ersten Mal. Wie soll ich es erklären?
Seine Haltung gegenüber dem Rest der Brüder kam dem Abt zu Ohren und der entschied, dass Anselm eine, wie kann ich es ausdrücken, eine Bescheidenheitskur verdiente. Ich verstehe. Gibt es vielleicht noch mehr, was ihr vergessen habt, mir zu erzählen? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Seid ihr sicher? Entschuldigt bitte, Bruder, aber man hat schon zur Vesper geläutet. Es gibt Essen. In Ordnung. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Dieser Gottfried ist etwas seltsam. Echt? Ja, diese Angelegenheit birgt zu viele Geheimnisse. Oha. Lass uns gehen, Bruno. Wir müssen uns auf das Abendmahl vorbereiten. Ich wurde heute an den Tisch des Abtes geladen. Hey. Ein Dinner mit dem Abt? Nee. Toll. Was denn? Was? Ein Schwein. Oder aber ich dachte, es gab nur Suppe. Ah, nur für, ja, für die Kopisten. Hohen. Ja, für die hohen Leute. Und nun, Bruder Leonardo? Wie läuft eure Untersuchung? Es geht gut voran, Pater. Obwohl es ein schwieriger Weg ist. Verstehe. Ihr habt den ganzen Tag Untersuchungen durchgeführt und nichts gefunden. Anselm hätte nicht sterben dürfen. Und nichts würde mir besser gefallen, als dieses Kapitel zu schließen. Versteht ihr? Genau darüber wollte ich mit euch reden. Über Anselms Tod? Ja. Nein, über Kapitel und Bücher. Wenn ihr mir erlauben würdet, die Bibliothek zu betreten, könnte ich... Das ist voll das traurige Abend. Das ist Nikolas, unser Schmied. Vielleicht kann er euch etwas Interessantes über das Weihrauchfass erzählen. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Also nicht. Ich glaube, er war heute nicht in der Abtei. Schön ablenken. Er war einige Tage unterwegs. Oh, interessant. Oh. Oh. Hm. Ach so. Hm. Das sieht sehr verdächtig aus. Sein Teller ist viel größer als er. Er muss ja auch schwere körperliche Arbeit verrichten. Ich traue meinen Augen nicht. Ihr seid Leonardo de Toledo. Oh, der berühmte Leonardo de Toledo. Naja. Naja, berühmt. Ich würde eher sagen, bekannt. Ja, meine bekannt? Ja. Über bekannte Leute pflegt man keine Lieder zu komponieren. Lieder? Wisst ihr das nicht? Nein. Eure Heldentaten sind so legendär, dass die fahrenden Sänger Verse darüber schmieden. Mhm. Yay, ein Groupie mehr. Bruder Leonardo de Toledo in unserer Abtei. Ja, dich. Wie soll ich sagen? Endlich mache ich eure Bekanntschaft. Sagt, ihr seid doch bestimmt wegen Anselm hier, oder? Eine traurige Sache. Naja, traurig für einige. Andere konnten ihn nicht ertragen. Obwohl, keiner hat ihm den Tod gewünscht, oder? Letzten Endes sind wir alle Brüder in Christi. Den man auch umgebracht hat, wie ich mich jetzt erinnere. Ja, aber er starb, um uns zu retten. Den Grund für Anselms Tod kennen wir noch nicht. Der Meinung bin ich auch. Das war zu erwarten. Ihr seid der Schmied der Abtei, nicht wahr? So ist es. Nikolas ist mein Name. Jawohl. Wenn ihr etwas braucht, müsst ihr es mir nur sagen. In der Tat wäre ich sehr dankbar dafür. Meine Güte, Bruder Leonardo de Toledo bittet mich um etwas. Das wäre eine Ehre. Ich werde es mir merken. Wirklich? Ich bedanke mich sehr. Ich bin es, der zu Dank verpflichtet ist. Nein, ich bin es. Ach, nein, du. In Ordnung. Tut mir leid. Name. Ich habe noch um gar nichts gebeten. Das ist wahr. Des Tages. Ich war innig gerührt. Der Abt hat erzählt, ihr seid in den letzten Tagen nicht in der Abtei gewesen. Ja. Dürfte ich nach dem Grund fragen? Selbstverständlich. Ich brauchte Materialien. Ihr wisst schon, Eisen findet man nicht unter Steinen. Versteht ihr? Ja. Eisen. Unter Steinen. Ich verstehe nicht. Ja. Sehr pfiffig. Ich habe auch andere Schmiede in der Gegend über das kaputte Weihrauchfass gefragt. Was sagst du überhaupt in diesem ganzen Spiel? Voll gut. Entscheide dich. Ach so. Aber der Unfall könnte geschehen sein, weil das Seil das Gewicht nicht trug, oder? Ja, unter anderem. Sagt mal, Bruder, war die Entscheidung richtig? Ich meine, hättet ihr das Gleiche getan? Ich meine, naja,
wie soll ich sagen? Ich würde gerne eure Meinung als Fachmann hören. Ja, bei jedem Verbrechen ist die Untersuchung der Tatwaffe ein guter Ausgangspunkt für jedes weitere Vorgehen. Vorausgesetzt, es war solch eine Tat. Oh. Nanu, es ist spät geworden. Oh ja, ihr müsst erschöpft sein. Was haltet ihr davon, wenn wir uns morgen weiter unterhalten? Wir könnten unsere Eindrücke austauschen. Ich könnte von den Unterhaltungen mit den anderen Schmieden berichten. Ich habe so viele Fragen an euch. Morgen wird tatsächlich der Tag der Fragen sein. Auch ihr werdet einige beantworten müssen. Saphir sah einen Blick. Oh, meine Wohnung muss noch weiter. Dann ist es auf die Decke. Ja. Oh nein, er hat Albträume. Bruno, komm schon, wach auf! Hallo. Verdammt doch mal, Bruno. Hast du heute Nacht die Klause verlassen? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Ich musste mal. Ich glaube... Ich verstehe. Mhm. Was? Als du zurückgekehrt bist, hast du die Tür mit dem Schlüssel verriegelt, nicht wahr? Schlüssel? Welcher Schlüssel? Wie konnte es dir nur passieren? Was denn, Meister? Was denn? Was denn? Man hat uns das Pergament gestohlen. Wahrscheinlich hat Gottfried es genommen und nun ist er auch noch verschwunden. Und alles ist deine Schuld. Woher weiß er, dass Gottfried das Pergament ist? Teils zwei. Wir sind erst bei Akognito Conditio. Ja. Ich habe eine Freundin, die ist Conditio auch. Echt? Mhm. Und das habt ihr immer noch nichts entdeckt? Die Sache ist etwas kompliziert. Habt ihr irgendeine Erklärung für Gottfrieds Verschwinden? Der ist weg. Nur Theorien, keinen Beweis. Das heißt, dass der berühmte und weise Leonardo de Toledo nichts herausgefunden hat. Bruder Leonardo, ein Mönch ist gestorben und ein anderer ist verschwunden. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, euch in dieser Angelegenheit um Eile zu bitten. Pater, ihr wisst, dass ich der Meinung bin, diese Angelegenheit sollte von offiziellen Stellen untersucht werden. Bruder, das Letzte, was wir in diesen dunklen Zeiten brauchen, ist, dass unsere Abtei im Munde der gesamten Christenheit ist. Findet Gottfried. Eile ist geboten. Ich fange sofort an zu suchen. Euer Ruf hängt am seidenen Faden, Bruder Leonardo. Vergesst es nicht. Gehen wir, Bruno. Na dann. So, ein neuer Tag. Und bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen... Speichern wir. Und sehen wir uns in der nächsten Folge.